Wenn man sich mit einer Biografie beschäftigt, wie sie die Tournur auch hat, dann weiß man auch, da gibt es im Hintergrund im Grunde genommen etwas, was sehr viel dichter ist, was sehr viel tiefer ist, als was man gemeinhin sozusagen vielleicht über die öffentliche Person weiß. Und das ist das Interessante für uns auch gewesen. Wir zeigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 67 derjenigen Werke, die auf einer besonderen Leinwand hier ausgestellt sind. Dazu gibt es dann 30 Handzeichnungen. Und das war auch ein großer Wunsch unsererseits, dass wir nicht nur digitale Malerei und Fotografie zeigen, sondern auch dasjenige, was Dieter Nuhr in seinem Studium auch gelernt hat. Diese Bilder nehmen für sich in Anspruch, die Welt als Faszinosum zu betrachten. Und ich glaube, es ist mit zumindest eines der wunderbarsten Dinge, die mir im Leben passiert sind, dass ich die Welt sehen darf und staunend reinblicken darf in diese Welt. Es ging darum, die Bilder zu finden, mitzubringen, nach Hause zu nehmen. Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und dann kam Corona und wenn so ein Bruch kommt, dann kann man zwei Dinge tun. Man kann sich zurückziehen, warten, bis es vorbei ist und so lange schlafen. Oder man ändert seine Art zu arbeiten. Und dann habe ich beschlossen, im Archiv in meinen Arbeiten zu forschen und habe festgestellt, dass ich unfassbar viele Landschaftsfotos gemacht habe. Und ich habe angefangen, diese Bilder zu verarbeiten, zu verschmieren, zu verschwinden zu lassen, diese Landschaftsbilder, bis es mir erträglich war, sie zu zeigen. Und daraus ist ein interessanter Vorgang entstanden. Das ist digital passiert, am Tablet, mit Stift, mit allem, was eigentlich auch eine Handzeichnung ausmacht. Die Bilder bestehen ausschließlich aus Fotodaten, oft aus ganz vielen Ebenen. Es ist alles möglich in der Software. Viele sind auch extra gemalte Oberflächen, also sprich diese Tropfenstrukturen male ich, fotografiere sie ab. Da sind Leinwandstrukturen zu sehen, das sind gemalte Leinwände, die ich abfotografiere, digitalisiere und damit meinen Pinsel belege und dann kann ich wieder Farben drauflegen und einen malerischen Farbklang erzeugen. Ich halte das für eine sehr zeitgenössische Form der Malerei. Und trotzdem ist mir diese Mittelbarkeit kein Wertverlust. Also ich mag das sehr, dass das Digitale heute uns neue Möglichkeiten erobert. Ich habe angefangen mit Bildern zu arbeiten, die aus dem ersten Urlaub ohne meine Eltern kamen, aus Norwegen, meine Norwegen-Bilder von 1974 zu verarbeiten in malerischen Bildern. Meine Kindheitsfotos sind hier verarbeitet, dann in Zeichnungen und also hier kommen jetzt insgesamt fast 60 Jahre Zeit zusammen und es entsteht sozusagen ein Gesamtbild und das ist es, was Kunst kann, sozusagen einen Klang entwickeln, etwas wiedergeben aus einer Zeit, was kreativ verarbeitet wurde und entweder man nimmt was mit und findet es anrührend oder man geht raus und sagt, es hat mich nicht berührt, was ich schade fände, aber Kunst ist immer nur ein Vorschlag. Das ist mir unfassbar.